Jo Leute, habe die Ehre, Gamer Engineers. Ja, wir sind wieder da. Ich muss nur kurz die Settings zurückstellen, das habe ich vergessen. Dass meine Stimme nicht allzu laut aufgenommen wird. 90 reicht bei mir alleine. Wenn ich mit Corporatern unterwegs bin, dann brauche ich schon ein bisschen mehr Power, vor allem weil ich da weiter weg sitze. Tja, nun, was ist im letzten Part passiert? Aprilius war hier und hat so mehr oder minder ein paar Sterne gelöst. Er selber hat ja in 1,5 Parts, kann man fast sagen, mitgespielt. Okay, und hier weiß ich, dass es einen geheimen Stern gibt. Hier haben wir auch noch den Schatten Mario besiegt. Das ist im Übrigen die gleiche Strecke, also zumindest von der Aufstellung. Allerdings mit dem Unterschied, dass es diesmal auch Lava-Plattformen gibt, was auch hier der Fall ist. Wie üblich probiere ich die 100... Moment mal, was ist das? Davon gibt es eine Rückseite. Interessant, habe ich so noch nie gesehen. Müsste ich mal erforschen, ob es da einen Speed-Trick vielleicht sogar gibt. Oder ob man da abstürzt. Leute, das werden wir jetzt sogar gleich probieren, würde ich fast sagen. Okay, Luigi raucht schon der Kopf. Okay. Okay, Leute, ich glaube, der Beschiss ist möglich. Der Beschiss, der geht. Leute, der Beschiss, der ist hier möglich. Wir werden das hier sofort rausfinden. Tatsache, Leute, man kann bescheißen. Ob es so wirklich... Naja, schneller müsste es auf jeden Fall sein. Außer man macht das hier, was ich noch mache, aber... Aber an und für sich spricht hier nichts mehr dagegen. Ah, und jetzt kommen wir in diesen Bereich, wo ich im letzten Part, also beim letzten Stern hier in dieser Galaxie, angenommen habe, dass er vorkommt. Tut er aber nicht. Und mit Luigi müsste es, glaube ich, auch nur mit einem Seitwärtssprung möglich sein. Wenn er ihn denn machen würde. Hier hochzukommen, das ist mit Mario ein bisschen schwieriger. Aber ich habe es ja erwähnt, ich möchte auch hier die 100 Sternenteile nicht versäumen. Denn wir werden bald sehr viele Sternenteile brauchen. Das ist nun mal einfach so. Und auch Luigi schafft es hier einfach hoch, aber ich glaube, das ist auch mit Mario gegangen. Bin ich mir jetzt aber ehrlich nicht sicher. Ja, vielleicht um die Frage aus dem letzten Part auch zu beantworten, ob denn Aprilius vielleicht nochmal dabei ist, ich kann es ehrlich nicht sagen. Also auch noch einmal, es ist durchaus möglich, dass er wieder dabei ist. Kommt darauf an, wie schnell wir wieder Zeit finden, denn auch wenn wir relativ nahe, oder zumindest er wohnt bei mir nicht allzu weit entfernt. Also... Ich sag jetzt mal so, die Strecke ist auch bei den Spritpreisen, die ja eine abnormale Frechheit sind, echt vertretbar. Man kann's schon machen. Und so kann man hier auch Zeit sparen. Im Übrigen, es ist sogar möglich, auch hier noch einmal mehr zu bescheißen, als es eh schon der Fall ist. Probier das gerade mal zu zeigen. Oh. Von den Entwicklern ist an und für sich gewollt, dass man hier hochkommt. Und man kann hier auch so abkürzen. Also man muss hier nicht den Außenrundkurs nehmen. Und ja, ich wusste, dass das geht. Allerdings hatte ich dennoch nicht geplant, in die Lava zu fallen.
Hier zwischen diesen zwei Kanten soll man nämlich eigentlich einen Wandsprung ausführen. Das ist so ziemlich die Idee dahinter gewesen, wie man das hätte lösen sollen. Ich mache das Ganze ein bisschen vereinfacht oder von mir aus auch komplizierter, je nachdem wie man es jetzt sehen will. Dann schieß dich ab. Und deshalb brauche ich da natürlich auch ein bisschen weniger Zeit. Und kommen wir doch gleich mal direkt zur Real-Life-Story, denn tatsächlich war es in meiner Kindheit immer, also so ziemlich das Geilste, wenn man irgendwie bei einem Videospiel so Beschiss anstreben konnte. Also sprich also komplett andere Wege erforscht hat. Das ist ja heutzutage eher selten. Ihr müsst zugeben, das hatte jetzt schon Skill. Hier alle Sternenteile zu bekommen, ist gar nicht einfach. Aber zum Glück kann man ja in der Luft bremsen. Das macht es zumindest ein bisschen einfacher. Und hier unbedingt springen. Tut euch das nicht an, um diese ja, Eckenplattformen da weiterzumachen. Lohnt überhaupt nicht. Daher ich jetzt hier wieder am Steuer bin, durchgehend. Oh, das Bilderbuch, ja. Das Bilderbuch, was die hier gerade erwähnt haben. Das ist eine Geschichte, die... Ich glaube, über Rosalina erzählt. Aber ich bin mir jetzt ehrlich nicht sicher, aber ich glaube, es ist richtig. Beziehungsweise ist mir das im Moment egal. Ich möchte nämlich diese Story, wenn dann, komplett haben. Das werde ich in einem Zusatzpart oder so zeigen. So, das Ganze hier, das überspringen wir mal. Hier gibt es einen geheimen Stern. Hey, Opi. Just noch, ich bin kein Opa, du... Kleine Rotzgöre! Die Jugend von heute wird das nie verstehen. Aber ja gut, das ist dann so lange lustig, bis sie selber älter werden. Oder Eltern werden. Ja, in dieser Welt ist der Geheimstern nicht ganz so offensichtlich. Man sieht ihn aber, wenn man drauf achtet. Also, es ist nicht unmöglich zu kapieren, dass hier noch ein Stern übrig ist, vor allem, weil es einem angezeigt wird. In den früheren Teilen wie Mario Sunshine, da musstest du das irgendwie selber rausfinden. Wobei ich ja Mario Sunshine nicht ganz so gut finde. Also, mir sind tatsächlich 64 und Galaxy lieber. Wobei ich sagen muss, der Favorite of all time ist bei mir einfach Mario 64. Das war eine Ikone. Obwohl ich, wir nehmen das Sechsfachleben hier mit, Luigi. Geht doch. Und weil du dich so gesträubt hast, auch das ab. Gut, was muss man machen? Im Grunde ist es nicht schwer. Hier pfeife ich ausnahmsweise mal auf die 100 Sternenteile. Ich glaube, das habe ich auch in der letzten Mission nicht geschafft. Hier muss man rauf. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich habe es mit einem Dreifachsprung probiert. Hat, um ehrlich zu sein, nicht so toll funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber, wie gesagt, nobody is perfect. Es muss nicht jeder alles können. Ah, Luigi macht nichts, die macht Blödsinn! Er hat sich einfach nicht weitergedreht, ich weiß nicht, warum er es gemacht hat. Fakt ist, wir müssen das Ganze jetzt nochmal machen. Ich wollte das eigentlich in einem durchmachen, aber Luigi hat es nicht geschafft.
Und über diese Schneemänner schießt man so leicht hinweg. Und Freunde, auch hier gibt es Möglichkeiten zum Betrug. Ihr habt es ja, glaube ich, eh schon gesehen. Man muss sich das hier gar nicht antun. Ist cool, oder? Blöderweise braucht man hier diese Fähigkeit, oder? Schafft man das auch? Also ich wäre mir dann nicht sicher, ob das nicht irgendeiner schon mal durch Beschiss gelöst hat. Oh, verdammt! Ich dachte ohne Spaß, dass sich das ausgeht. Aber macht ja nicht so viel. Weil ich mich auch ehrlich frage, wieso ist das eigentlich so kompliziert? Ah, weil sich das so nicht ausgeht. Okay. Super. Wir probieren mal ein bisschen rum, Leute. Nein, das schafft man nicht. Schade, dass man diese Fähigkeit nicht auch abbrechen kann. Aber dafür schaut's mit den anderen Sachen, also sprich mit den Sternenteilen, nicht so schlecht aus. So, diesmal warten wir hier. Ich hätte natürlich auch probieren können, das Ding zu zerstören. Das wäre mir auch gerade eingefallen. Naja. Scheiß. Viech. Mag die Fledermäuse nicht besonders. Und Luigi rutscht auch auf Eis nochmal eine Runde extremer. Dafür braucht er, glaube ich, nicht drei Warnsprünge, sondern nur zwei. Vor allem in einem späteren Kometen, der hier noch eintreffen wird, ist das Ganze hier sehr extrem. Zumindest stelle ich es mir so vor, den Stern habe ich, glaube ich, mit Luigi nie geholt. Ist mir immer auf den Keks gegangen. Ja, und was tut sich sonst, Leute? Komplett, da gibt es auch noch einen geheimen Stern, die Windgartengalaxie, wie wir jetzt mal abschließen. Da gibt es auch noch ein paar spannende Sterne. Mit den Begegnungen mit General Maulwurf. Oh ja. Da habe ich noch böse Erinnerungen dran. Das war nämlich einer der Sterne, die ich als Kiddy nie geschafft habe. Und jetzt kann ich endlich mal meine Real-Life-Story erzählen. Und zwar als Kind habe ich immer probiert, so kürzere Wege zu finden und wir haben uns da echt gebattelt. Bis wir mal eine Challenge hatten, wo ich echt nicht mehr wusste, wie soll man das jetzt lösen. Aber da ging es um ein nicht wirklich Arcade-Game, es waren halt immer solche Stages. Oder war das das Spiel? Das Spiel, boah, Hilfe, ich weiß schon nicht mehr, welches Spiel das war. Ne, Blödsinn, das war Melee. Das war Super Smash Bros. Melee. Das war so sauschwer. Im Übrigen, Leute, nehmt dieselbe Route wie ich, das ist die kürzeste. Und außen wirklich einfach nur einmal im Kreis laufen. Dann geht sich das ganz chillig und locker aus. Die da hinten hätte man auch noch platt machen können, ist aber nicht so schlimm. Und ganz wichtig ist hier,
immer im Wind zu bleiben. Denn so könnt ihr das am besten einsammeln. Kann ich reden? Nein. Kann ich nicht. So, und die Typen kann man einfach so besiegen. Stampfattacke in der Nähe machen. Es war sogar notwendig. Oh, die drei Äpfel, die schwebenden. Ja, die sind auch lustig. Also, grundlegend ist es fast immer die gleiche Aufgabe, die Maulwürfe zu erledigen. Man muss halt immer auch wissen, wo die sind. Hopp, weg mit dir. Und auch hier kann man eine Abkürzung nehmen, indem man einen Rückwärtssalter macht, vor allem wenn die Viecher einmal einen ein bisschen nerven. Drei gibt's. Hier auf dem Planeten zumindest. Danach müsste man eigentlich schon... Kommt man danach schon zum General? Bin ich mir unschlüssig? Nein, kann man nicht. Hier kann man sich theoretisch durchschießen. Oder man kann sich hier ein Doppelleben holen. Das bekommt man, indem man hier diesen... Ja, wie soll ich es nennen? Ich sage jetzt mal Spuren, der aus Sternenstaub folgt. Wichtig ist, die Ranke bitte nicht berühren, ja. So kann ich A, mein Sternenteilkonto auffüllen und B, vor allem hier komme ich zu einem Leben. Ich glaube, wenn man hier noch weiter geht, dann kommt man auch zu einem 6-Leben-Pilz. Oder nicht? Na gut, ich kann euch ja zumindest sagen, wie ihr zu dem anderen abkommt. So. Hä? Man muss hinter diese Ranke. Okay. Das hat schon mal funktioniert. Komme ich jetzt zu dem Blöden ab endlich? Wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. Ich mache das jetzt hier einfach so und mach's reverse. Das heißt rückbezüglich. Ah, es war nicht mal falsch. Es war nicht mal falsch, Leute. Okay, das war ein bisschen gemein. Aber ja. Ah, die Äpfel. Die sind cool. Ich kann euch auch gleich sagen, wieso. Der Wurm. Im Apfel steckt ein Wurm. Eigentlich sind die Wiggler manchmal böse und manchmal lieb, das verstehe ich auch nicht so ganz. Man muss im Übrigen immer den richtigen finden, ansonsten passiert irgendwas Blödes oder was Gutes, aber nicht das Richtige. So viel zum Thema, ne? So, das blöde Ding macht mich sicher nicht platt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es nicht so ist, dass man alle hineinrammen muss. Fakt ist, es gibt hier vier verschiedene. Und ich glaube, die Physik erlaubt es mir nicht, so hoch zu springen. Wobei ich mir bei Luigi wie immer nicht sicher bin. So, und hier gibt es einen 6-Leben-Pilz. Ich kann euch wie immer nur raten, den zu verwenden. Vor allem, wenn ihr nicht so skillig drauf seid. Wobei der Boss, wenn man mal kapiert hat, wie es am besten funktioniert, eigentlich ziemlich leicht ist.
Ihr könnt ihn, glaube ich, auch dazu verwenden, dass er euch sehr, sehr viele Sternenteile bereitet. Wichtig ist, wenn er auf euch zurast, nicht sofort Stampfattacke einsetzen. Mit Stampfattacke holt ihr ihn raus. Wobei das nicht auf jedes Leben, weil das nicht bei jedem Leben richtig ist. So, jetzt aufpassen. Das ist nämlich ein bisschen schwierig, weil er rennt ziemlich schnell und springen hilft nicht wirklich. So kann es doch ganz, ganz schnell passieren, dass man nicht alles sofort schafft. Der Komet hier ist auch ein bisschen gemein, allerdings kommt der, glaube ich, erst. Ne, Blödsinn, das ist eh der General, nur mit einem Leben. Ist ein bisschen lame, wobei das schnell passieren kann, dass man hier das Leben verliert. Also man kann hier schnell failen. Ich kann mal gleich schauen, ob denn der Komet gleich da ist. Nein. Na Leute, dann werde ich mal den Part beenden und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir die Galaxien hier abschließen und sogar zum Boss kommen. Ich glaube, das geht sich aus.